liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem Video, wo ich einen tollen Interviewgast zu einem wichtigen Thema für alle, die Futures traden, heute in unserem Studio habe. Denn vielleicht habt ihr es gehört, es hatte sich schon abgezeichnet. Vor einigen Monaten hatte die BaFin eine kleine Umfrage bei allen Finanzdienstleistungen, Instituten gemacht bezüglich Futures. Sie überlegte nämlich, Futures mit Nachschusspflicht für Privatanleger zu verbieten. Und da wusste man schon, in welche Richtung die BaFin unterwegs war. Und es war fast zu erwarten, dass das so kommen wird. Und als Interviewgast habe ich heute im Studio Stefan Fröhlich von WH Self Invest, der sich mit dieser Thematik perfekt auskennt. Und natürlich will jetzt jeder wissen, was bedeutet das für mich? Ist jetzt vielleicht ab morgen kein Future-Handel mehr möglich? Wird mein Future-Konto geschlossen? Kann ich vielleicht auch niemals ein Future-Konto mehr aufmachen als Deutscher? Ja, alle viele, viele Fragen, die wir haben. Erstmal hallo Stefan, herzlich willkommen. Ja, hallo Bürger, freue mich, dass ich da sein kann und dir hier ein bisschen Rede und Antwort stehen kann zu diesem wichtigen Thema, weil da wird tatsächlich viel Unfug erzählt in der Welt da draußen und das können wir hier mal richtig stellen jetzt. Ja, erste Frage, haben es überhaupt schon Kunden von euch mitbekommen? Gab es einen riesen Ansturm oder läuft das alles noch so ein bisschen im Hintergrund, dass die meisten noch gar nicht wissen, worum es richtig geht? Ja, es ist eher unterm Radar, weil das verfolgt ja jetzt auch nicht jeder jeden Tag und wenn es jetzt nicht gerade irgendwo auf YouTube ein Video dazu gibt, dann werden die meisten es gar nicht wissen. Aber ich habe schon auch erste Kommentare sozusagen in meinen E-Mails und in Kundenanrufen gehabt, sodass, also es ist nicht ganz aus dem Fokus, aber es ist noch nicht so super populär, weil das ist ja auch jetzt erst ganz frisch. Wir haben es ja auch mehr oder minder am Sonnabend erst auf der Messe erfahren, auf der WOT. Und insofern haben wir ja gesagt, dann machen wir jetzt gleich hier noch das Interview. Ja, genau, perfekt. Was muss ich jetzt befürchten, dass mein Konto gekündigt wird und ihr sagt demnächst nur noch CFDs oder Aktien, aber keine Futures mehr mit Nachschusspflicht oder wie wird es ablaufen? Nein, also es ist so, es ändert sich ja eigentlich gar nicht so viel. Was ist jetzt passiert? Die BaFin hat gesagt, dass an die Privatanleger im Future-Handel das Future-Geschäft nur dann angeboten werden darf, wenn die unbegrenzte Nachschusspflicht fällt. Das war ja auch tatsächlich immer ein Punkt, der schon auch schwerwiegend war, denn im Vergleich zum CFD-Handel. Und das ist es ja jetzt auch immer noch. Also die Regelung, die gilt ja ab 1.1.23. Das müssen wir ja auch dazu sagen. Also am 31.12. ist es tatsächlich noch so, dass du eine unbegrenzte Nachschusspflicht hast. Das heißt also, wenn dein Konto ins Minus kommt aufgrund von Verlusten und die Position nicht vorher glattgestellt wurde von dem Broker, dann bist du verpflichtet, dies praktisch einzuzahlen, diesen Minussaldo auszugleichen, als wenn man so einen Dispo-Kredit hat. Ja, so kann man es sich vorstellen. Und das ist jetzt gekippt. Die BaFin hat gesagt, nein. Das darf halt nur ohne Nachschusspflicht angeboten werden. Das bedeutet letztendlich, dass der Broker das Risiko trägt für die Debits. Also der muss dann selber tragen, wenn das passiert. Und die Folge daraus ist, dass die Broker jetzt, und das machen wir ja schon seit Jahren so, dass wir ganz genau drauf gucken, wer kann jetzt Gefahr laufen, durch seine Position ins Minus zu kommen. Und dann ist es unsere Aufgabe, eben die möglichst rechtzeitig vorher glattzustellen. Sodass also dieser Fall gar nicht auftritt, dass er ins Minus kommt. Okay, aber nehmen wir mal an, das gelingt euch nicht, weil wir haben das schon mal alles erlebt beim Schweizer Franken und bei anderen Dingen, wo heftige Marktbewegungen waren. Dann bleibt ja vielleicht trotzdem Minusbar auf meinem Konto. Was passiert dann? Dann müssen wir das entsprechend ausgleichen. Ja, also das ist praktisch dann unsere, also wir bleiben drauf sitzen sozusagen, wir können es ja nicht mehr schreiben, so wie früher, dass wir sagen, lieber Kunde, du musst das jetzt ausgleichen, sondern dann müssen wir das halt bezahlen. Und deswegen ist natürlich auch wichtig, dass man einen Broker dann letztendlich hat, wenn der Future-Geschäft in der Form anbietet, dass der auch genügend Eigenkapital hat. Ja, das haben wir ja auch bei der Schweizer Frankengeschichte gesehen, dass dann so große Verluste teilweise aufgelaufen sind bei einigen Anbietern, dass die schlicht und ergreifend in die Insolvenz mussten. Ja. Und das ist dann natürlich ganz schlecht, ne, auch für den Kunden.
Genau, kurz zur Erklärung für diejenigen, die vielleicht das noch nicht so lange verfolgen, die Kapitalmärkte. Die Schweizer Zentralbank hat immer versucht, einen festen Kurs zum Euro zu stützen beziehungsweise zu halten. Und irgendwann war das einfach nicht mehr möglich. Und viele Spekulanten hatten damals darauf gesetzt, dass es einfach der Schweizer Zentralbank gelingt, diesen Kurs zu halten. Und als das nicht mehr nötig war, war der Markt so außer Rand und Band, dass einfach keine vernünftigen Kurse mehr zu bekommen waren. Das heißt, selbst Leute, die sich mit Stop-Orders und dergleichen abgesichert haben, wurden aufgrund extrem hoher Slippage zu viel schlechteren Kursen abgewickelt, beziehungsweise die Geschäfte wurden dann dort abgewickelt. Es entstanden dann sehr viele unsecured debits in einigen Kundenkonten und es hat dann auch, soweit ich weiß, war es Alpari, die sind dann pleite gegangen. Weil ja, letztendlich sie auf den Forderungen der Kunden oder beziehungsweise Verbindlichkeiten, die die Kunden dann bei ihnen hatten, hängen geblieben sind. Ganz genau so ist es. Also es war auch Alpari, die hatte ich jetzt auch im Kopf. Es gab aber auch zahlreiche andere Anbieter, die halt sehr hohe Debits hatten und dann auch in Schwierigkeiten geraten sind. Das hat sich dann letztendlich dann noch gehalten. Also die einzige Insolvenz ist meiner Meinung nach Alpari, alle anderen haben dann irgendwie eine andere Lösung gefunden. Das heißt für mich natürlich als Kunde, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt beim Broker, der vielleicht nicht so viel Eigenkapital hat, weil er mir vielleicht irgendwie tolle andere Konditionen angeboten hat oder weil ich da einfach gelandet bin und dessen Kunden gehen jetzt pleite, kann es dann sein, dass dann mein Geld auch weg ist, weil der pleite geht, der andere Broker? Ja, da kommt es eben drauf an, wo du dann halt bist, ne? Also da bist du in der EU. Wenn du einen EU-Broker hast, der in der EU ansässig ist und auch die Konten der EU führt, dann hast du ja die Einlagensicherung letztendlich, ne? Die geht ja bis 100.000 Euro pro Kunde. Also da ist man schon mal ganz gut abgesichert. Das ist übrigens bei uns auch der Fall, ne? Wir haben dieses 100.000 Euro pro Kunde. Wenn wir jetzt von US-Brokern sprechen, da ist es dann schon schwieriger, weil da gibt es halt kein Einlagensicherungssystem, so wie wir das kennen hier in Europa. Und meistens ist es jetzt so gelaufen, dass wir hatten ja schon einige Insolvenzen, auch in den USA, dass dann tatsächlich das Geld ja nicht mehr aufgetaucht ist. Also musste man dann tatsächlich abschreiben, ne? Also insofern, das ist auch immer so ein bisschen das Risiko, was du hast, wenn du eben beim ausländischen Broker bist, weil du dann ja auch keinen Zugriff hast. Also selbst wenn du jetzt sagst, ja gut, ich nehme jetzt einen Anwalt und versuche das jetzt irgendwie einzuklagen, wird es halt schwierig, ne? Weil Das der eben im ist Ausland sitzt, ne? schwierig, stimmt. Und aber Einlagensicherung bezieht sich im Prinzip auch auf die Einlage. Wenn ich jetzt eine Forderung gegen den Broker habe, dann ist das ja, glaube ich, gar nicht die 100%, die ich dann bekomme, ne? Ist das richtig? Doch, also es ist ja so, wenn so ein Fall jetzt auftaucht, und das hatten wir ja alle schon gehabt, die offenen Positionen werden ja dann glattgestellt. Das heißt, da realisierst du einfach nur deine Gewinne und Verluste, die du als vorher als Gewinne und Verluste hattest. Dadurch hast du dann praktisch das Geld als Einlage, also das ist dann praktisch Cash. Und das ist das, was du dann im Falle der Insolvenz dem Insolvenzverwalter gegenüber als Forderung gegenüber dem Broker geltend machen kannst, und die wird dann auch ja nach der Konkursquote entsprechend befriedigt. Es heißt nicht unbedingt, dass es 100% sind, sondern da kommt es dann natürlich drauf an, wie hoch die Konkursquote ist. Wir hatten ja, wie gesagt, diesen Fall ja auch schon mal gehabt und haben ja Gott sei Dank sind wir alle mit 100% dann letztendlich rausgekommen aus der ganzen Nummer. Also da hat kein Kunde irgendwie Geld verloren, aber es zieht sich dann halt auch hin, ne? Das ist immer. Genau, das kann ja richtig lange dauern. Ich kann mich daran erinnern, an MF Global, wo ich ja auch entsprechend ein Konto hatte. Das hat, glaube ich, fast 2 Jahre gedauert, bis ich dann wieder mein Geld hatte, ne? Also, wenn man wer auf MF Global dann direkt gegangen ist, der hat sowieso dann nicht die 100% bekommen. Bei uns war es jetzt so in unserem Falle, dass wir, ich glaube, es war ein knappes Jahr oder anderthalb Jahre, weil es gab dann erst nämlich die erste Tranche, weil das war ja auch der Witz, da wurde zu viel angemeldet. Und dann haben die erste Tranche ausgezahlt, das waren dann 30%. Und ein halbes Jahr später hatten wir dann die Möglichkeit gefunden, diese Forderung an einen Investor zu verkaufen, sodass wir insgesamt 97,5% erzielt haben für die Kunden. Und die 2,5% haben wir ja dann noch draufgelegt, sodass wirklich keiner irgendwas verloren hat.
Ich erinnere mich sehr gut, war damals mit dabei und habe tatsächlich meine ganze Einlage auch zurückbekommen. Und das zeichnet ja eben dann auch wirklich einen guten Partner aus im Brokerage-Geschäft, dass der dann auch ja, das Ganze handeln kann. Ich weiß, andere Leute ja, haben da viel mehr Probleme gehabt bei Brokerpleiten. Und deswegen ist, glaube ich, ganz wichtig, jetzt gerade wo diese Nachschusspflicht abgeschafft ist, ganz nochmal genau hinzuschauen, was für einen Broker habe ich da. Exakt, Ne? exakt. Aber Andere. um das auch nochmal klarzustellen, ja, es wird kein vollständiges Verbot von Futures geben. Ne? Also das wird immer so falsch dargestellt, so nach dem Motto, ich kann jetzt nicht mehr Futures traden als Privatanleger in Deutschland, weil jetzt da die BaFin eingeschritten hat. Das ist kompletter Unsinn. Ja? Also es geht wirklich nur um die Nachschuss. Es geht nur um die Nachschusspflicht und es bezieht sich ja auch nur auf private Trader, ne? Und das wäre ja dann auch diese Einstufung als privater Trader, weil ich glaube, es lassen sich auch manche Kunden als professionelle Trader einstufen. Genau, als professioneller Trader oder auch wenn du als Firmenkunde bist, bist du natürlich auch nicht betroffen. Genau, da haben wir ja das, die Problematik. Wir kennen ja alle das Steuergesetz in Deutschland, dass ja gerade jetzt im Moment sehr viele auch aus anderen Gründen in eine Firma gewechselt haben und die sind dann sowieso nicht betroffen, oder? Nee, also diese sogenannte Trading GmbH, die wir ja jetzt sehr oft haben, die ist nicht betroffen. Zumal es ja sowieso egal ist, weil der Name sagt ja schon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Du haftest ja eh nur mit deinem Gesellschaftskapital. Insofern ist die Nachschusspflicht da sowieso immer schon ja, eher nachrangig gewesen. Wobei, da habe ich von einigen Brokern gehört, es waren aber amerikanische, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, die haben sich tatsächlich von den Geschäftsführern eine persönliche Garantie unterschreiben lassen, sodass eigentlich diese GmbH, diese Beschränkung wieder weg war. Ja, also das gibt es tatsächlich, habe ich auch schon gehört. Und machen ja die Banken auch sehr gerne, wenn sie einer GmbH einen Kredit geben, dann musst du ja in die persönliche Haftung über eine Bürgschaft, ne? Und dadurch hast du dann praktisch das ausgehebelt, dass die Haftungsbeschränkung. Das gibt es aber bei uns nicht. Also Ah, bei okay, uns, wir perfekt. machen das ganz normal Ja. und nein, also sowas gibt es. Zumal wir haben ja gar nicht auch die Notwendigkeit, denn vielleicht kann ich das nochmal ein bisschen aus dem Ja. Nähkästchen plaudern, ja. Klar. Bei uns ist es ja so, dass wir in den letzten, also ich würde mal sagen, 2 Jahren, die Konten, die ins Minus gerutscht sind, die können wir an den Finger einer Hand abzählen, ja. Und die Beträge, die da aufgelaufen sind, die waren auch also wirklich sehr erträglich. Da ist also nichts wirklich mal schiefgelaufen. Und wir haben ja da unser Risk Management drauf. Die Kollegen gucken ja da drauf. Die gucken da wirklich drauf. Also es ist kein Automatismus, sondern die gucken eben ganz genau, da muss man auch ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, aber letztendlich werden dann die Positionen glattgestellt, wenn da wirklich Gefahr im Verzug ist. Ich kann mir halt vorstellen, was die Konsequenz daraus ist, dass die Margins vielleicht ein wenig höher werden, ne, um praktisch diesen Puffer zu erhöhen, dass du einfach auch mehr Sicherheit hast, falls eben doch mal irgendwas in die Hose geht, in dem Sinne, dass man so ein Gap hat, wie eben beim Ja. Schweizer Franken. Na, das ist ja die große Gefahr, die da besteht. Also insofern kann es durchaus sein, dass die Margins vielleicht höher werden. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Kann es nämlich jetzt sein, dass die Broker einfach die Margin ein bisschen erhöhen, weil sie das ja in ihrem Risk Management irgendwie berücksichtigen müssen? Ja, und die zweite Frage, die sich dann anschließt, ist, es gibt ja wirklich teilweise Broker mit extrem niedriger Daytrading-Marge. Meinst du, das bleibt dann auch noch weiterhin so bestehen? Na, extrem niedrig kann ich mir jetzt nicht vorstellen, ne? Weil das Risiko ja schon immens ist, ne? Es gibt ja wohl Broker, die so für einen Mini-S&P zum Beispiel $500 nehmen. Das ist ja schon extrem wenig und dann bist du ja wirklich hart am Wind sozusagen. Ja? Also da reicht da wirklich eine kleine größere Bewegung, wenn man das mal so nennen darf, aus, Ja. damit du da schon in Schwierigkeiten kommst. Also das ist ja auch immer das, was ich auch den Kunden sage, wenn sie beim US-Broker handeln, der eine solche Margin-Politik hat, da bist du natürlich echt in einem sehr riskanten Fahrwasser unterwegs, weil eben die Gefahr besteht, dass selbst jetzt, also wenn der eigentlich die Kohle nicht hat, ja, um das abzudecken, wenn es mal eben da wenn der schwarze Schwan da kommt, dann hast du einfach das Problem, ja, dass die dann tatsächlich auch pleite gehen können. Ja. Das ist einfach so. Ja, das ist ja jetzt eine Regel der BaFin. Ich habe es jetzt schon bei einigen Trainern gehört, die haben gesagt, ist mir egal, ich bin ja beim US-Broker und den betrifft das mit der BaFin nicht. Aber das ist doch nicht ganz richtig, oder Das habe ich ist falsch nicht, verstanden? nee, das stimmt nicht. Es betrifft alle Broker weltweit.
weil die BaFin ja nicht gesagt hat, es ist das Kriterium ist, dass die Ansässigkeit des Brokers, also wo der praktisch sein Geschäft betreibt oder von wem der reguliert wird, sondern die BaFin hat gesagt, es betrifft alle deutschen Privatanleger. Also sofern du deutsche Staatsangehörigkeit hast, Deutscher bist, in Deutschland lebst, ja, ein Konto hast, bist du betroffen, egal wo, ob in USA, Australien, sonst wo. Okay, da kann ich mir ja vorstellen, die Deutschen, aus ihrer Sicht sind sie dann immer ganz groß, aber am Weltmarkt sind wir ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil und insbesondere, wenn es um deutsche Retail-Kunden geht, dass vielleicht sich das der eine oder andere gar nicht mehr antun wird in den USA, sich dann den deutschen Kunden zu bedienen, weil das ja unglaublich schwierig wird, oder? Ja klar, das müssen die ja auch dann administrativ sicherstellen. Die müssen ja praktisch den Kunden kennzeichnen, besonders überwachen. Nun wissen wir ja auch, dass die Konditionen bei den US-Brokern äußerst günstig sind. Also ich weiß nicht, ob sich das für sie lohnt, in Zukunft einen deutschen Kunden zu haben. Ich bin mal sehr gespannt, wie die reagieren. Ich habe noch nicht so wirklich eine Vorahnung, was passieren wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sogar dazu kommt, dass der ein oder andere sagt, nee, also das wird mir zu viel, dann verabschiede ich mich halt vom deutschen Kunden. Oh, abwarten. Ne? Also wenn das passiert, übrigens als Message, kommen Sie zu WHZ, und wer ist bei uns, sind alle herzlich willkommen. Wir nehmen alle auf. Das ist überhaupt kein Problem. Und im Grunde genommen, wenn man mal jetzt wirklich überlegt, ne, aus Trader-Sicht ist das ja ein Segen. Ne? Ist ja eigentlich super. Ja, klar. Das war ja immer der große Nachteil, den du hattest, wenn du in den Future gewechselt bist. Dann musstest du immer in diesen sauren Apfel beißen, unbegrenzte Nachschusspflicht. Letztendlich ist das doch super. Also eigentlich können wir alle froh sein. Das ist eine tolle Regelung. Ja, also aus Trainerrecht muss man jetzt sagen, also ich habe ein Risiko weg, das ist jetzt beim Broker, und habe aber dafür alle Vorteile, die dieses Future-Produkt gegen anderen Produkten bietet. Und mittlerweile gibt es ja wirklich tolle Micro-Futures auch, die auch für kleinere Konten handelbar sind, so dass das wirklich eine ganz interessante Alternative ist, in den Micros eben auch für kleinere Anleger zu traden, weil sie eben diese Nachschusspflicht jetzt nicht mehr haben und damit ein wesentliches Risiko eigentlich raus ist, aber eben an einer echten Börse handeln, wo quasi die Börse auch Schiedsrichter ist über Kursstellung und allem drum und dran. Ne? Nee, absolut. Ja. Also du hast wirklich alle Vorteile. Du gehst über ein Orderbuch. Es ist ein überwachter Handel. Du hast eine tolle Marktauswahl, wie du es ja schon gesagt hast. Ne? Wir haben Mikro, Mini, inzwischen Futures über alle möglichen Asset-Klassen. Also das ist schon echt eine super Geschichte jetzt. Ja? Muss man wirklich drüber nachdenken. Und natürlich, wir jetzt aus unserem Hause bieten ja nur noch insbesondere den Nano-Trader an. Das ist ja auch wirklich eine tolle Plattform, mit der man dann auch super im Future agieren kann und eben auch seine Trades managen kann. Also schon eigentlich die beste aller Welten im Moment. Okay, also ich fasse mal gerade kurz zusammen. Also der Privattrader kann weiter traden, in der GmbH ist es sowieso kein Problem. Es kann vielleicht Probleme mit dem einen oder anderen amerikanischen Broker geben. Man sollte vielleicht darauf achten, dass man wirklich einen gut kapitalisierten Broker hat, wenn man jetzt einen Broker nimmt. Und vielleicht auch eine Sache noch, was ich aus eigener Erfahrung sagen kann. Wenn ihr jetzt sagt, naja gut, das Gesetz ist ja erst im Dezember, beziehungsweise also Ende Dezember gilt es ab Anfang Januar, dann kann es euch natürlich passieren, dass ihr, wenn ihr nicht richtig vorgesorgt habt und der amerikanische Broker sagt, wow, ich mache das mit den deutschen Kunden nicht mehr, ihr vielleicht eine Lücke habt, wenn ihr euch nicht rechtzeitig umgestellt habt. Denn auch so eine Kontoeröffnung braucht natürlich immer ein bisschen Zeit, oder? Ja, also ja, es braucht ein bisschen Vorlaufzeit. Es ist natürlich eine gute Idee, jetzt auch rechtzeitig anzufangen. Ich sag mal, bei Firmenkonten ist es dann immer noch ein Ticken schlimmer, in Anführungsstrichen. Die brauchen eigentlich immer besonders lang, weil du immer so viel Unterlagen dann auch zusammensammeln musst. Beim Privatkonto ist es ja inzwischen so, das können wir ja direkt online eröffnen. Also kannst du direkt auf unserer Webseite online eröffnen. Du wählst da eben aus dein Future-Konto und deine Daten, die du haben willst, ne, die man dann auch abonnieren muss. Und letztendlich, dadurch, dass das online geht, geht es eigentlich auch relativ fix. Wir haben inzwischen auch die Möglichkeit, die ganzen Daten wie Bankverbindungen und auch Zugangsdaten per E-Mail zu schicken. Das muss man nur anklicken innerhalb der Kontoeröffnung und dem zustimmen. Und dann geht das eigentlich relativ schnell. Also trotzdem eine Woche oder zwei muss ich einplanen, weil ich muss ja noch Geld überweisen, das muss gut geschrieben werden, oder? Also ich würde auch mal so 1 bis 2 Wochen würde ich schon einrechnen.
Es ist aber trotzdem, also wenn ich mal so überlege, ne, ich bin jetzt auch schon über 12 Jahre im Brokerage-Geschäft, aber wenn ich das mal überlege, wie das vor 12 Jahren war, dann hat das alles tatsächlich wesentlich länger gedauert. Heutzutage auch, wenn du überweist, ne, das ist ja auch innerhalb Ja. eines Tages ist es da, ne? Also da ist Ja, schon ja. irgendwie schön geworden. Ja, perfekt. Also, ich fasse mal kurz zusammen. Eigentlich gute Nachrichten für alle Future-Trader. Die BaFin zieht zwar die Regeln an, verschärft sie. Das muss uns aber nicht befürchten, wenn wir eben jetzt einen Broker haben, der, sage ich mal, diese Nachschusspflicht für uns übernimmt. Ansonsten werden wir eben bei dem Broker wahrscheinlich rausgeschmissen werden. Das ist meine Spekulation. Es gibt Möglichkeiten. Wir haben euch eine Möglichkeit hier heute vorgestellt. Und ja, vielen Dank, Stefan, Stefan, für für deine deine Einschätzung Einschätzung zu zu der der Lage Lage und und bis zum bis zum nächsten nächsten Mal, Mal. liebe Sehr gerne. Leute. Ciao.